So, damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Underground 2. Ja, wir machen heute weiter hier mit unserem wundervollen Tuning. Und wenn ihr denkt, ihr könnt vielleicht sogar besser tun, da habe ich gerade einen kleinen Wettbewerb am Laufen, nämlich die NFS Underground 2 Tuning Competition. Da tretet ihr mit euren getunten Autos in optiktechnischen Sachen gegeneinander an, also wer den besseren getunten Wagen hat. Und das alles entscheidet auch ihr, die Zuschauer. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Ihr habt noch bis Samstag, den 4.5. müsste das sein. Ja, Samstag, den 4.15. um 14 Uhr Zeit, eure Autos einzureichen und ja, vielleicht der beste Tuner hier unter meinen Abonnenten zu sein oder den Zuschauern. Und ich wünsche euch schon mal viel Glück. Könnt ihr einfach mal reinschauen, ist auch nicht so groß schwer, die Teilnahme. Und Videos auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken und das kurz durchlesen oder anhören. Das sind 4 Minuten Video und 4 Minuten Regeln, die ihr euch geben solltet, damit ihr da mitkommt. Und mir ist jetzt mal aufgefallen, wenn ich diese Parts hier einzeln hochlade und dann immer am Ende des Videos sage, ja, gib mir einen Daumen hoch, ne? Ja, dann schweißt ihr damit um euch, ne? Aber wenn ich dann das Video in zwei Parts hochcutte und erst noch gar nicht gesagt habe mit Daumen hoch, ne? Dann lasst ihr eure Daumen aber auch ganz gewaltig unten, ne? Das ist jetzt nicht im Sinne von Daumen runter geben, aber so Daumen hoch gibt's dann auch nicht. Also würde ich mich einfach mal riesig freuen, dass ihr, wenn ihr für jeden Part hier, der euch gut gefällt, einen Daumen hoch gibt. Also nicht nur für den, wo ich das sage. Das muss doch auch mal von euch selbst auskommen, mein Gott, seid doch mal eigenständig hier. Ist ja schlimm mit euch. Zu allem muss man euch zwingen. Zu eurem Glück. Ja, Glück ist es, wenn man mir den Daumen hoch gibt. Da fühlt man sich viel besser. So. Genug gequatscht, jetzt wird gefahren. Mit einem schönen Rundkursrennen starten wir heute in die Aufnahme. Ich mag meinen Golf, ja. Und ich habe auch schon ein paar Einsendungen für diese Tuning Competition bekommen. Das kann ich schon mal so sagen. Jetzt, wo ich das Video aufnehme, wir haben heute nachmittags, also mittags um 1 Uhr, bisher 8 Leute eingegangen, also nur 8 Teilnehmer. Und irgendwie habe ich das Gefühl, viele lieben meinen Style von meinem Golf. Also, ich glaube, 3 Leute haben Golf eingereicht, der auch mit Lila verziert ist. Und ich kann euch schon mal vorweg sagen, ich vote ja nicht mit, also ich entscheide nicht, wer gewinnt. Das machen ja allein die Zuschauer. Deswegen, ich habe auch keine Ahnung, ob das hier beliebt ist, der Style. Also es hat bisher keiner in den Kommentaren geschrieben, mein Golf sieht scheiße aus. Das war auch schon mal was Gutes. Also kann aber auch, dass ich kacke aussehe. Ich auch schon mal glücklich drüber. Also Lila war Golf. Hat Style. Ob ich den jetzt so in echt so nachbauen würde in Lila, ich weiß es nicht. Dann gibt es auch aktuell am Wörthersee gibt es da einen Golf 7, der dann ausgestellt wird. Der ist mit so einer coolen Glowing-Folie, ist jetzt mal lackiert. Also ist nicht lackiert, sondern beklebt, so ist richtig. Lackieren tut man auch, das ist ja meist heutzutage nicht mehr. Da kommt eine Folie drauf, ist viel billiger und außerdem kann man dann mal schnell die Farbe wechseln, dann macht das so. Und der hat eben so eine Glowing-Folie, nenne ich es jetzt einfach mal. Und zwar kann die in der Nacht leuchten. Das sieht so fett aus. Also der Wagen ist normal, im Originalzustand ist er weiß, mit roten Aufklebern, also roten Deckels drauf, also die hier den Hersteller und so, bla bla bla. Aber wenn es dann Nacht wird, also er hat auch, warte, silberne Felgen mit rotem Innenrand, also in die Felgen, das Felgenbett, das ist eben auch rot lackiert. Aber wenn es dann halt Nacht wird, dann kommt halt der coole Effekt bei dem Wagen raus. Der ist nachts grelle grün, also in so einem ganz komischen Grünton. Die Aufkleber sind schwarz, so wie auch die Felgen grün und das Felgenbett schwarz. Das sieht so fett aus, dieser Effekt, der dabei rauskommt. Als ich die Fotos gesehen habe, habe ich gedacht, die hätten zweimal den Golf nachgebaut, der sie hat dieselben Aufkleber, bla bla bla, aber zwei Lackierungen. Als ich da erst gelesen habe, das ist ein derselbe Wagen. Der kann in der Nacht aber einfach so geil leuchten. Ich packe euch mal einen Link, wenn ich daran denke, in die Videobeschreibung, sonst erinnert mich einfach kurz dran. Der sieht einfach so fett aus. Also der ist im Normalzustand weiß-rot, das ist schon eine geile Farbkreation. Im Dunkeln ist er dann grün-schwarz und allein dieser Effekt, der ist so hammer, das musst du dir mal geben. Ich finde das einfach nur hammer gemacht, diese Technik, der hinter ist. Ich bin mir nur ehrlich gesagt sehr unschlüssig, weil wir gerade auch fast nicht mehr führen, ob dieses Ding überhaupt so in Deutschland zugelassen ist. Also er hat kein Kennzeichen, nichts dran, das ist ein aktuelles Ausstellungsstück und im Wörthersee ist er eh Österreich-Schweiz, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo es ist. Würde da gerne mal hin, aber es ist 8 Stunden Fahrt von hier, weil es ist ein bisschen weit. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das in Deutschland zugelassen ist. Grund ist einfach, weil diese Folie, diese Farbänderung, weil der halt nachts leuchtet. Die Folie ändert nicht nur ihre Farbe, die leuchtet auch. Also es ist ein Neongrün, was leuchtet. Nicht Neon, aber es ist ein leuchtendes Grün und das kann natürlich, denke ich, während der Fahrt schon irritieren. Und wenn Deutschland schon was gegen Neonlichter hat, dann kann ich mir denken, dass so ein ganz leuchtendes Auto nicht unbedingt besser ankommt bei TÜV und Co. Deswegen, ich bezweifle, dass das Ding in Deutschland durchkäme, obwohl das so fett wäre. Ich finde diese Lackierart halt richtig geil. Würde mich einfach mal auch mal interessieren, wie viel sowas im Dreh kosten würde. Müsste ich mich mal erkundigen.
Weil so, wenn man ein eigenes richtiges Auto in Golf 4 oder sowas in der Lackierung, oh, war das fett. Aber ich denke, da bezahlst du einige paar tausend Euro mehr als zu einer normalen Folie, weil einfach die Folie, denke ich mal, einen deutlich teureren Wert hat, also deutlich teurer ist. Ich kann mich gerade einfach nicht absetzen, weil ich so viel quatsche. Als normale Weise halt diesen Effekt hat mit dem Leuchten. Ich bezweifle echt, dass es in Deutschland zugelassen ist. Man könnte es ja mal ausprobieren, mal einen TÜV einfach mal mit der Karre vorfahren, dann mal gucken, wie sie darauf reagieren. Ich hätte mal bei der ersten Einbindung rein gesollt, scheiße. Das kostet nicht mehr Zeit, was ich hier mache, naja. Aber ich habe mich da einfach mir interessiert mich, ob so eine Leuchtfolie wirklich in Deutschland erlaubt ist. Das ist einfach schon ein richtig geiler Effekt, weil das siehst du Tag, Nacht. Kannst du dir wirklich so zwei unterschiedliche Autos sagen, fast aufbauen? Also zwei Autos, die kommt, also nicht zwei unterschiedliche Autos, aber wenn ihr sagt, gehört, lacktechnisch kann mich zwischen zwei Lacks nicht entscheiden, dann machst du so eine Folie, dass sie möglichst so von den Farben sich unterscheiden kann, dass sie nachts in der Farbe leuchtet und tagsüber die hat. Klar, die müssen natürlich irgendwie noch zusammenpassen, die Farben, du kannst ja nicht einfach lila und, hallo Handy, blau zusammenklatschen, okay, das ging vielleicht schon noch. Die müssen sich schon noch ziemlich gegensätzlich sein, weil es muss das Leuchten, muss das, die leuchtende Farbe muss ja die Originalfarbe übertönen, damit das rauskommt. Und ja, aber, ey, shit, ich fahre auch heute scheiß hier. Aber es würde mich schon mal interessieren, was kannst du mir da auch, ob der TÜV da wirklich mal sagt, hey, ja, darfst du machen. Also nicht unsere deutschen TÜV-Kämmer kommt da sicher fett nein, du irritierst den Gegenverkehr, wenn du mit einem leuchtenden Golf über die Autobahn jagst. Wo man da ja eigentlich sagen könnte, nachts wird er, okay, man kann, TÜV kann einem ja nicht vorschreiben, dass man nachts die Karre nicht fährt, ne. Es gibt ja kein Kennzeichen, was nur, sagen wir, bis 20 Uhr abends gilt. Das wäre auch Schwachsinn wieder. Es ist schon ein fetter Effekt, auf jeden Fall ein Bild unten in der Videobeschreibung irgendwie verlinkt. Ist sogar auf Facebook, habe ich da jetzt gesehen. Und ich suche das auch mal bei Google Bilder raus, damit das auch jeder angucken kann, weil es kann sein bei Facebook, dass wenn man da nicht angemeldet ist, die Bilder nicht sehr hinkommen. Das kann gut sein. Aber gut, von Seiten kann man die eigentlich immer sehen. Seiten sind auch ohne Anmeldung sichtbar. Da muss ich mal gucken. Vielleicht lasse ich es auch kurz auf meiner Facebook-Seite unten, ihr seht das auf jeden Fall. Und ja, schauen wir doch mal, ne? Also der Wagen ist richtig fett. Das ist, denke ich mal, eins der Highlights vom Wörthersee. Ich gucke bei der aktuell, habe ich auch viele Seiten geliked, die am Wörthersee vertreten sind. Und jeden Tag da Fotos posten von, weil ich gucke mir das schon gerne an, was so für Autos auftreten. Ist auch wieder das GTI-Treffen. Und ja, da guckt man sich natürlich gerne ein paar Golfs an. Da sind ja echt schnieke Dinger dabei. So, jetzt kriegen wir doch mal ein bisschen Ruf, weil der nette Herr da hinten ein bisschen scheiße geworden ist in dem Moment, wo ich so viel gequatscht habe. Das finde ich gut. 300 wären zwar sicher nicht. 100, ja, habe ich mir auch gedacht. Ja, das habe ich mir von vornherein gedacht, dass es nur 100 werden. Ich habe schon vorher ausgerechnet, ich stehe nie. Neue Teile. ECU. Da fahren wir mal kurz dahin. Das ist A-Street X, da können wir es nicht fahren. Haben wir überhaupt ein URL? Nein, gut. ECU ist immer gut. Also Chip-Tuning bringt der Karre schon ordentlich mehr Dampf unterm Arsch. Und das können wir auf jeden Fall gebrauchen, wenn wir den Gott ein bisschen hochpimpen wollen. So, das ist Street X, das fahren wir hier nach, sobald ich den ECU eingebaut habe. Hallöchen, Shop. Hier geht's. Ändere die Steuerzeiten deines Motors mit modifizierten Steuergeräten und verpasse ihm so mehr PS. Hä? Ach, das ist jetzt freigestellt. Ach, das war ein Spezialteil. Lass mich raten. Jo. Wir haben ECU schon drin, weil das ein Spezialteil. Wir hatten ja mal ein Spezialteil freigeschaltet. Für Motor. Und das war der ECU. Das wusste ich ja gar nicht. Also, Spezialteil schaltet man hier auch noch später frei. Hallo Hund. Ich wollte auch mal zum Passeingang. BPC zu, ne? Ja, neues ECU. Mehr als Stufe 2 kann man beim Golf aber gar nicht reinbauen. Schade ein bisschen. Aber okay. Gibt's gar nicht mehr. Nur am Antreten in Street X. Ja, ECU haben wir schon drin, weil es Spezialteil war, was wir schon vorher frei hatten. Auch ganz cool, aber es ist gut geblöd, dass das ein Teil ist, was man dann auch später noch kaufen kann. Das ist blöd. Das ist dumm gelöst für Spezialteil. Hallo Hund, boah, Hund. Ruhig! So, kurze Unterbrechung. So, da bin ich jetzt hier zurück. Wurde gerade ein bisschen Hund, weil er laut war. Ja, nee, wurde gerade laut, weil der Hund laut war. Das ergibt auch weniger Sinn. Ja, Hund hat gerade auf jeden Fall gemeldet, weil gerade jemand nach Hause kam und dann dreht das Vieh immer ab, als gäbe es kein Morgen mehr. Aber gut, kurz Pause gemacht, dann passt das schon. So, ich hoffe, man hört nicht im Hintergrund so viel. Ist gerade in der Küche ein bisschen was am Machen. Das ist nicht ich, also doch klar, ich habe Klone. Die kochen gerade für mich fleißig, nein, Spaß. Aber gut, man kann es ja eh nicht verändern, ich habe gerade mal Mittag und da kommen gerade alle nach Hause und die da, blub. Da ist man dann als Abiturient, der erst in fast 3 Wochen oder sowas mündlich hat, natürlich dauerhaft zu Hause und ja.
und viel Freizeit. Und dann nimmt man auch in jede Uhrzeit auf. Gibt's keine, normal, wenn ich eine Schule hatte, so 8 Uhr abends aufnehmen Nachmittag. Vorher hatte ich da keine Zeit, Bock, etc. zu. So, jetzt habe ich sowieso den ganzen Tag frei. Ich habe irgendwie keine feste Aufnahmezeit mehr. Ich nehme auf, wenn ich Bock und Laune habe. Das passt mir aber auch ganz gut in den Kram, finde ich. Wo immer morgens meist jetzt Aufnahmezeit ist. Immer so nach dem Aufstehen noch ein paar Runden drehen. Dann habe ich über den Tag über frei. Und wenn der nette Odi jetzt mal nicht langsam von mir ablässt, haben wir gleich ein Problem mit unserem Ruf. Boah, diese Kurve ist aber auch kacke zu fahren. Zum Driften wäre die super, aber zum normalen Fahren ist die kacke mit dem Golf. Weil eine Bodenwelle ist, hebt die Kiste aus, dann bist du überhaupt nicht mehr in der Kurve drin, wie du es gerne hättest. Ah, das wären keine 100 Rufe, wenn ich jetzt hier nicht mal ein bisschen aufs Gaslatsche komme. Das wären keine 100 Rufe, das kannst du knicken. Das kannst du aber sowas von knicken. Oh. Ich sollte nicht so oft Sachen knicken, sonst habe ich nie dieses... Also ich sollte noch öfter Sachen knicken lassen, dann habe ich noch mehr Ruf. Das sage ich jetzt nächstes Mal das ganze Video über, dann habe ich ganz viel Ruf. So, neues UL-Rennen, das war ein Nein-Danke-Spiel. Man hätte es einfach ganz liebevoll sagen können, aber nö, man muss mir eiskalt ins Gesicht klatschen. Das tut weh. Da habe ich schon fast 30.000 auf Konto. Also wenn der Skyline jetzt so bald langsam mal kommt, dann den können wir aber direkt mal auf volle Kanüle volltunen. So, das Motortechnik ist der volle Kanüle dann fertig. So, nächstes Rennen. Sprint. Das war lang. Das war ein langes Sprint-Rennen. Okay, Celica haben wir. Rechts neben uns. Supra und ein Mustang. Oi, das ist aber nett. Wow. Oh, der Mustang hat dieselben Heckleuchten wie wir drin, also auch mit diesen weißen Streifen drin, mit den LEDs. Ja, stimmt, das sind ja LEDs. Ah, das war damals in die Zeit von 2004, waren LEDs für Heckleuchten und Frontleuchten noch total fremd. Frontleuchten hat das wirklich Audi erst richtig eingeführt mit den Tageslichtern da. Tagfahrscheinwerfer? Ja, Tag. Ach, keine Ahnung, wie die Scheißdinger heißen, die man am Tag anhat, obwohl sie zwar sinnlos sind. Die leuchten schön, das war's. So. Tagscheinwerfer. Jetzt hatte ich gerade ein Wort im Kopf und ich habe es direkt mal wieder komplett rumgedreht, als es auf meiner Zunge gelandet ist. Scheiße. Tageslichtscheinwerfer? Scheiße, wie heißen die Dinger denn jetzt? Tagscheinwerfer. Jetzt ist Tagscheinwerfer. Fertig, ist Ruhe. Könnt mir ja, wenn es anders heißt, in die Kommentare schreiben, wie die Dinger heißen. Also diese LEDs, die Audi hat, die unten unter der Lampe so lang gehen, wie man am Tag halt anhat. Ich sag jetzt Tagscheinwerfer. Das ist zwar sogar falsch, aber nee. Die kürzere Route? Ja, aber so was von. Ja, aber die geht mal so was von in die Kurve. So eng. Das ist ja scheiße. Kriegst ja keine Kurve mit, ey. Nein, das hab ich gejuckt. Das war nicht gut. Nicht im Gesicht rumtatschen, wenn man im Auto rumfährt. Bei über 200 Sachen auf der Autobahn. Obwohl, warum nicht? Also der Miami zum Beispiel, der fährt über 200 und geht währenddessen mit den Händen von Lenkrad und gestikuliert die Welt. Würde ich ja auch machen. Das ist total sicher. Sicher. Das muss sogar doppelt gemacht werden. So sicher ist das. Boah, und das für eine Strecke hier zum Schluss. Willst du mich eigentlich verarschen? Wir sollen da hier vernünftig durchkommen ohne Fehler. Boah, zumindest schnell. Komm rum. Boah. Ich würde schon gerne so 300 Rufpunkte irgendwann mal bekommen. Die haben wir schon so lange nicht mehr bekommen, weil mittlerweile die Gegner uns so auf der Backe kleben. Es gibt's doch nicht, ey. Ich bin im Tempo da rumgeeiert. Das gibt's. Puh. So, komm schon, setz dich noch ein bisschen ab. Das wird eng mit vielen Rufpunkten. Oh, 200, das ist ja vollkommen okay. Das geht klar. 200 sind gut. Das ist in Ordnung. Das geht vollkommen in Ordnung. Oh. Zeig dich von deiner besten Seite. Automax will dich auf seinem Cover haben. Okay, Automax will mich auf... Ich fahre erstmal kurz in den Driftrennen, das haben wir noch kurz, dann können wir gerne zu Automax rüberbrettern. Aber das Driftrennen ist gerade in die Ecke und ich habe gerade auch Bock auf Driften, deswegen fahren wir das jetzt kurz noch. Dann können wir gerne zu Automax. Gar kein Problem mit. Erstmal nehmen wir uns das Geld mit. Okay. Oh, die Strecke war nett. Es war grundsätzlich das. Es gibt natürlich auch wieder die schönen Driftrennen, die natürlich in Längen gezogen werden und 350 sind vor uns. Einer mit Doppelrohr. 3 Runden. Ist doch so klar, dass wir es jetzt in die Länge ziehen müssen. Ist okay. Was war? Und wie schön ich außen vorbeigefahren bin. Oh, war das gut. Trotzdem geht mir der
Scheiße, du bist dann auf den Sack. Ja, ist okay, schiebt mich ruhig. Danke. Sehr nett, die Herren. Mich auch bei Ihnen anlehnen, danke. Ja, schön weiterschieben, danke, 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 immer gut so. Also, so können die Gegner gerne fahren, habe ich gar kein Problem. Wie schön ich über innen durchkomme. Na, shit, das wäre so schön gewesen, hätte ich da jetzt durchgekommen. Es hätte so viele Punkte gegeben, weil ich das so durchziehen hätte können. So, hier mal ein bisschen quer gehen. Ah, da bin ich. Nein, komm rum, jetzt nicht dagegen. Dankeschön. 20.000, schön. Jetzt schon über die doppelte Punktzahl, also. Das ist ja wohl locker drin, du. Locker, locker, flockig. Ah, gut, die Runde. Alter! Ist nicht so lang, aber trotzdem muss der Chilika jetzt hier nicht Amokfahrt begehen. Also, höchstwahrscheinlich wären beide uns gerade jetzt in dem Moment total schaden, wie er da reingezogen hat. Höchstwahrscheinlich. Das nicht mehr fürs Driften zu nutzen. Mein Gott, lässt sich aber auch schön driften, das muss ich einfach mal so sagen. Er ist super gut im Kurven hauen. Weil er so schön rutscht. Der rutscht wirklich sehr gut, muss ich sagen. So, jetzt kann ich die Kurve immer vernünftig fahren. Sag mal, was wird denn das? Die Knarre auf die Strecke stellen bringt uns nicht viel, Junge. Wenn wir das Rennen versorgen, indem er sich da hinstellt, dass ich keine Punkte mehr sammle. Ja, ja, ich sehe es schon kommen. Wieder 20.000 hier in der Kurve, wow. Ja, immer noch das Doppelte an Punkten. Schöne 150.000 gerade auf dem Konto. Ist zwar nicht viel, es ging immer noch deutlich mehr hier überall. Aber es reicht ja, denke ich mal, für einen 300-Rufpunkte-Sieg. Und deswegen ist mir das egal. Wir machen hier gerade noch mal ein paar Punkte. 100.000 mehr. Chilika holt nur wieder auf. Das ist gleich das Problem, wenn sie mir gleich wieder im Nacken hängt und mich wieder wegschiebt wie ein Bekloppter. So, da 200.000 Punkte. Zweiter noch nicht mal annähernd 100.000. Läuft gut, würde ich sagen. Wir sind bisher nur einmal angeeckt. Das ist ja eh das. Wow! Einmal angeeckt, einmal hier, das war alles. Mehr sind wir nicht angeeckt. Das ist auch schon mal. Trifft schon mal. Deutet schon mal auf gutes Driften an. So. Finde ich gut, dass man dafür keine Punkte abgezogen bekommt, wenn man in dem Moment einen Gegner wegknockt. Oder als Wand benutzt. Ay, shit, das war ein bisschen sehr optimistisch reingegangen. Fahr vorbei. Oder nicht. Das waren 20.000 Punkte der Kurve, die wir nicht kriegen. Okay, diesmal waren es keine 20 Power, sind nicht mal annähernd, aber auch nur, weil ich einen Fehler gemacht habe. So, netten 242.000 Punkte gemacht. Mehr als das Doppelte. Ich denke, das war ein netter Sieg, ganz dezent vorbei an den Gegnern. Würde ich jetzt mal so sagen. Jetzt nur ÖL-Rennen. Jo, das ist auch, ist das schön. Das ist eine gute Kombi. Wir fahren jetzt hier hin. Und dann fahren wir gleich zum ÖL-Rennen. So, Navi, wohin? Danke. Dann fahren wir zum ÖL-Rennen, fahren das. Hoffentlich kriegen wir dann Sky. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Sky dann kriegen, also eigentlich nicht. Aber gut, so. Hier rechts muss ich, Digga? Nicht? Ich wäre jetzt mal hier auf der Autobahn gefahren, aber okay, lass mir das Navi mal entscheiden. Sie sicher links. Ich jetzt drauf schätzen. Richtig. Wieder links. Gut. Diese Kurve, die ist nicht schaffbar. Da musst du mit 50 durcheiern. Das ist in dem Spiel echt lahmarschig. Uah, das war knapp. So, jetzt können wir noch das rüberheizen. Schön, wenn es dann direkt hier vorne auf der Insel wäre, da wo auch das UL-Rennen wäre, also auf dem Stadtteil. Dann bräuchte man nicht direkt hinfahren. Das wäre sehr schön hier. Ah, Batsch. Gut gemacht, Lukas. Das ist schön gemacht. In dem Gewächshaus. Wir machen bitte einen Termin in dem Gewächshaus. Das heißt, weil ich hier mutwillig einbrechen muss, damit ich da hinkomme. Okay, es ist gar nicht im Gewächshaus. Ich hätte da gar nicht durchgemacht, stimmt. Gut. Ach, scheiße, natürlich ist es da oben. Ich muss da hier unten hinter hier unten reinjuckeln, wo ich da. Ach, come on. So, das Fliegengolf. Nitro sammeln mal ein bisschen. Wow,